Remscheider Bräu. Als Pilz, Duster, Helles, Schäps oder Festbier. Einfach genießen. Remscheider Bräu. Bergisch, würzig, lecker. Am Samstag war die IGA Remscheid in der Rollhockey-Bundesliga zu Gast beim RSC Darmstadt. Und die IGA erwischte einen katastrophalen Start, denn Alexandre Andrade machte in der zweiten Minute schon das 1:0. Darauf folgte dann in der siebten Minute Andrades zweiter Streich, bevor Michael Barreto nach nur 10 Minuten schon das 3:0 markierte. Nicht mal eine Minute später machte Alexandre Andrade seinen Hattrick perfekt. Darmstadt führte schon 4:0 und die IGA war schon zu diesem frühen Zeitpunkt geschlagen. Aber sie konnte noch auf 1:4 durch Fabian Seelbach in der 17. Minute verkürzen. Zur Halbzeit Darmstadt 4, Remscheid 1. In der zweiten Halbzeit kam die IGA auf 2:4 heran durch ein Daniel Leandro-Tor. 10 Minuten vor dem Ende, aber Darmstadt erhöhte auf 5:2 durch Michael Barreto durch einen direkten nach dem 10. Remscheider Teamfoul. Und der Mann des Tages, Alexandre Andrade, markierte in der 48. Minute das 6:2 für seine Mannschaft, bevor Fabian Seelbach in der letzten Minute noch auf 3:6 verkürzte. Die IGA verliert damit auch ihr drittes Bundesligaspiel der Saison und bleibt damit vorerst Tabellenletzter. Am kommenden Samstag geht es dann beim RHC Recklinghausen weiter.